Hallo und willkommen zu der nächsten Ausgabe von Sapristi. Am 4. September 1962 erschien die letzte Seite von Die Juwelen der Sängerin im Tintin-Magazin. Castemont brachte eine nur sehr geringfügig abgeänderte Gesamtversion der Geschichte als Band heraus. Im selben Jahr kam auch die englischsprachige Version in Großbritannien heraus. Für Hergé brach nun eine Zeit an, die sichtlich weniger hektisch und weniger produktiv war als die vorangegangenen 30 Jahre. In gewisser Weise nahm Hergé immer mehr die Rolle einer Celebrity an und eines altersweisen Mandarins der internationalen Comic-Szene. Doch die alten Probleme drangen wieder an die Oberfläche, denn die 60er waren gerade in Frankreich eine Ära der linken und linksautonomen Ideen und Ideale. Und Hergé galt vielen Menschen noch immer als ein ultrakonservativer Ewiggestriger, mit dem es abzurechnen galt. So kehrten allerlei unschmeichelhafte Zeitungsartikel zurück an die Tagesordnung, gepaart mit den Aufrufen, Tim und Struppi endlich eine Absage zu erteilen. In dieser selben Kerbe schlug eine Maßnahme des Castemont Verlags ein. Hergé hatte eines Tages recht unvermittelt festgestellt, dass auf der Rückseite der aktuellen Druckausgaben von Castemont, wo sich traditionell die Auflistung der vorhandenen Bände befand, Tim im Kongo fehlte. Hergé kontaktierte den Verlag und erfuhr, dass man vorerst Tim im Kongo aus dem Verkehr zog, da es allerlei Beschwerden von afrikanischen Zeitungen und Regierungsvertretern gegeben hatte. Dies war ein Thema, das Hergé gelegentlich mit Castemont besprach, doch er hatte nicht damit gerechnet, dass der Verlag dem Band gleich den Stecker zieht. Zumal damals Tim im Kongo noch immer als der bestverkaufte Tim und Struppi-Band galt. Etwas, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Hergé, den es immer wurmte, wenn ihm irgendwo die Einnahmen entglitten, forderte Castemont auf, diese Entscheidung zurückzunehmen. Im Gegenzug schlug er vor, Tim im Kongo und Tim in Amerika mit einem kleinen Eröffnungskommentar zu versehen. Heute würde man es wohl als Trigger Warning bezeichnen, wo die Leser darüber aufgeklärt werden, dass diese frühen Bände eben in einer ganz anderen Ära entstanden sind und eben in diesem Kontext verstanden werden müssen. Hergé hoffte auch, dass es ihm auf diese Weise gelingen würde, das immer wieder aufgeschobene Thema einer Wiederveröffentlichung von Tim im Lande der Sowjets an die Tagesordnung zu bringen. Der britische Verlag Methuen nahm sich nach der Publikation von Die Juwelen der Sängerin eines bereits ausführlich geschilderten Problems an, der Mängelliste für die Schwarze Insel. Methuen publizierte damals alle noch fehlenden Bände der Reihe nach und mit der Schwarzen Insel hatten sie so ihre Probleme. Die Liste war so lang, dass Hergé, den man nicht gerade lange dazu anstiften musste, problematische Paneele neu zu zeichnen, daraus alle gebotenen Konsequenzen zog und beschloss, bei dieser Geschichte von vorne anzufangen. Dies war also das nächste große Projekt in Hergés Studio in den darauffolgenden Monaten. Ich hatte darüber bereits in einem Video zu Die Schwarze Insel einiges gesagt. 1965 erschien dann die neue Version und wurde von Methuen zufrieden aufgenommen. Da Hergé zu diesem Zeitpunkt keine neuen Materialien zum Publizieren hatte, erschien diese 2.0-Version von Die Schwarze Insel auch regelmäßig im Tintin-Magazin. Für Hergé war das eine gelungene Maßnahme, da er so ein ganzes Jahr überbrücken konnte, ohne eine neue Geschichte kreieren zu müssen. Und gerade die jungen Leser kannten Die Schwarze Insel kaum noch. Natürlich bleibt die Neuversion von Die Schwarze Insel stets auch ein kontroverses Thema der Tintinologie, da die Neuausgabe weitgehend eine grafische Arbeit von Bob de Moor ist, mit der Unterstützung von Roger Leloup, wenn auch unter Hergés Aufsicht. Viele Puristen schwören da auf die ursprüngliche schwarz-weiße Version aus dem Jahr 1938 oder zumindest die kolorierte Version von 1943. Auf der anderen Seite gibt es allerdings viele, die der Meinung sind, dass die neue Version von Die Schwarze Insel grafisch eine der schönsten Tim und Struppi-Arbeiten ist. Bob de Moor nahm bei dieser Aufgabe gewohnt keine Abkürzungen und hängte sich entsprechend rein. Einige der schönsten Paneele der gesamten Tim und Struppi-Ära finden sich hier. Die häufig geäußerte Behauptung, Hergé hätte das Projekt einfach Bob de Moor übertragen und das Ganze sei ein Bob de Moor-Band, ist eine starke Vereinfachung und so nicht korrekt.
Hergé schickte Bob de Mont allein nach England und ließ ihn sämtliche Landschaften und Bauwerke zeichnen. Und natürlich arbeitete das Team weiter auf Hochtouren, während Hergé mehrere Wochen in Sardinien Urlaub machte. Doch viele der Skizzen und vor allem Tuschezeichnungen fertigten Hergé und Bob de Mont gemeinsam an. Und in gewohnter Manier gab es keine einzige Seite, die nicht erst Hergés Segen erhalten musste, bevor sie in den Druck gehen durfte. Hergé fuhr im August 1964 nach Paris, um sich die Vorbereitungen für eine weitere Filmproduktion anzusehen. Ab Herbst 1964 arbeitete der Produzent und Drehbuchautor André Barret an einem zweiten Tintin-Spielfilm. 3 Jahre zuvor war Tintin et le Mystère de la Toison d'Or durchaus ein kleiner Weihnachtshit an den Kinokassen gewesen und so hoffte man, das Wunder nochmal zu vollbringen. Die Regie beim Vorgänger hatte Jean-Jacques Vierne geführt, doch diesmal übernahm Philippe Condroyer die Aufnahmeleitung. Als Tintin oder Tim wurde erneut Jean-Pierre Talbot gecastet. Interessanterweise setzte Georges Wilson nicht seine Rolle als Kapitän Haddock fort. Die Rolle wurde neu besetzt von Jean Buise. Ebenso wurde Georges Loriot als Beanline neu besetzt, diesmal mit Félix Fernandez. Aus dem vormaligen Ensemble war eigentlich nur Max Alloy als Nestor dabei. Dies sollte eine seiner letzten Rollen sein, da er nur 2 Jahre später verstarb. In diesem Film erhält Professor Beanline, der sich zu diesem Zeitpunkt, ähnlich wie Albert Einstein, als eine Art Botschafter des Friedens und der karitativen Arbeit betätigt und hierbei entsprechend in Fernsehstudios eingeladen wird, eines Tages ein rätselhaftes Paket, dessen Inhalt angeblich den globalen Hunger beenden kann. Die Geschichte ist nicht minder abenteuerlich und energetisch wie der Vorgänger. An der Kinokasse war dieser Film eindeutig ein geringerer Erfolg als der Erstling, obwohl man auch hier auf das Weihnachtsgeschäft setzte. Dafür mochte es mehrere Gründe geben. Zum einen herrscht hier ein gewisser Mangel an Exotik. Die Handlung verlagert sich zwar von Schloss Mühlenhof und Brüssel nach Spanien, doch muten viele der Locations doch recht generisch an. Das andere Problem war, dass beide Filme nicht wirklich großartig waren. Doch beim Erstling war da eben noch eine starke Erwartungshaltung seitens der Tintin-Fans. Beim zweiten Film hatte sich dieser Effekt an der Kinokasse sichtlich aufgebraucht. In 1964 war Hergé noch immer der kreative Direktor des Tintin-Magazins, obwohl manche empfanden, dass dies nur noch eine Nennung im Impressum war. Auf Distanz und ohne viel Liebe zum Detail bemängelte Hergé das Magazin und erinnerte Leute gerne daran, dass das Heft noch immer den Namen seines Helden trug. Er kritisierte sogar, zur Überraschung vieler, seinen alten Freund Marcel Dayer, der dort seit 1958 noch immer Chefredakteur war. Hergé hatte damals ja darum gekämpft, um den etwas unglücklichen André Fernès abzulösen. Im März traf sich Hergé schließlich mit Raymond Leblanc mit dem Ziel, vielleicht eine Lösung oder Einigung zu finden bei all diesen teilweise kleinkarierten Problemen, die sie seit Jahren wie Ping-Pong-Bälle zwischen sich hin und her schlugen. Das Treffen trug allerdings wenig zu einer Lösung bei, das Zanken sollte noch ein ganzes Jahr so weitergehen. Leblanc konfrontierte Hergé zunehmend mit der Aufforderung, von seiner Position zurückzutreten. Hergés Unmut bestand vor allem in seinem Eindruck, dass das Tintin-Magazin zu viele kreative Kompromisse eingehe, um kommerziell erfolgreich zu bleiben. Schließlich drohte Hergé damit, seine Rolle als kreativer Direktor des Tintin-Magazins wieder vollständig geltend zu machen. Dies war vermutlich ein Bluff. Sicherlich behagte es Hergé, diesen Posten bezahlt zu kriegen und lediglich zu den wichtigsten Redaktionssitzungen zu erscheinen. Es ist kaum anzunehmen, dass Hergé gerne zurück in die hektische Arena des periodischen Redaktionsgeschäfts zurückkehren wollte. Raymond Leblanc ging darauf allerdings ein und bestätigte ihn Ende November 1964 für ein weiteres Jahr als kreativer Direktor, für ungefähr 10 Stunden. Bereits am nächsten Tag zog Raymond Leblanc seine Entscheidung zurück, vermutlich nach einer schlaflosen Nacht voller Zähneknirschen. Hergé, der in dieser Hinsicht nicht gerade zart beseitet war, reagierte prompt, indem er sich an Georges Dargaud, den Herausgeber der französischen Edition des Tintin-Magazins, wandte und ihn um Verstärkung gegenüber Raymond Leblanc bat.
Wir wissen natürlich nicht im Detail, was sich da alles in den Telefonleitungen zwischen Brüssel und Paris abgespielt hat, aber Raymond Leblanc gab nach und akzeptierte Hergé weiterhin als den kreativen Chef des Downtown Magazins. Eine Entscheidung, die er am 21. Dezember, nur drei Tage nach der Filmpremiere von Tintin et les Oranges Bleues, bekannt gab. Im Verlauf des Jahres 1965 änderte sich an dieser etwas dahinsiechenden Konstellation innerhalb des Tintin Magazins nur wenig. Die meiste Zeit war Hergé kaum erreichbar. Während Bob Desmond fleißig Dutzende und Dutzende Zeichnungen zu der neuen Version von Die Schwarze Insel kreierte, flog Hergé mit Fanny nach Kanada, um der Buchmesse in Montreal beizuwohnen und Quebec zu besuchen. Danach flogen die beiden nach Rom und verbrachten anschließend 6 Wochen Urlaub auf Sardinien. Im Oktober 1965 lud Raymond Leblanc Hergé nach Bercel ein, zum 19. Jubiläum des Tintin Magazins. Hergé war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass Raymond Leblanc seit geraumer Zeit eine strukturelle Umgestaltung der Redaktion plante. Das Ziel war die Konsolidierung des Postens des Chefherausgebers und des kreativen Direktors in einer Person und im gleichen Zug die Verträge von Marcel Diaye und Hergé nicht mehr zu verlängern. Der neue Superposten sollte an den inzwischen etablierten Michel Regnier, auch bekannt als Greg, gehen. Regnier war mit Hergé gut befreundet und genoss sein Vertrauen. Hergé hatte viel Zeit, über die ganze Situation nachzudenken, und so trat er beiseite und räumte nach 20 Jahren den Posten. Raymond Leblanc und Greg kamen gut miteinander aus. Greg war die vorangegangenen 7 Jahre der Showrunner bei Raymond Leblancs Firma Belle Vision Studios gewesen, wo man unermüdlich die Tintin-Zeichentrickfilme produzierte. Hierbei wurde jedes Jahr ein bekannter Tim und Struppi-Band adaptiert und in 13 bis 22 kurzen Episoden umgesetzt. Hierbei wich man teilweise massiv von der Comic-Vorlage ab. So hat in diesen animierten Filmen zum Beispiel Kapitän Haddock kein Alkoholproblem. Die 7 Geschichten, die hier verarbeitet wurden, waren die Mondreise als Season 1, die Krabbe mit den goldenen Scheren als Season 2, Geheimnis der Einhorn mit nur 10 Folgen als eine kürzere Season 3, Rackham der Rote als 4. Staffel, der massiv geänderte Geheimnisvolle Stern als Season 5, Schwarze Insel als 6. Staffel und der Fall Bienlein schließlich als die letzte 7. Staffel. Ich möchte mich aus der Diskussion um all diese animierten Tintin-Geschichten raushalten, denn ich kenne sie nicht gut genug und rein persönlich sprechen animierte Filme nicht zu mir. Ich habe noch nie einen richtigen Anime gesehen und ich habe noch nie einen Pixar-Film gesehen. Mich lockt daran einfach nichts an. Ab 1964 galt das Animationsprojekt als abgeschlossen und Regnier war somit frei, den neuen Job als der kreative Kopf des Tintin-Magazins anzunehmen. Greg soll die Position unter einer Bedingung angenommen haben. Zitat: "Lasst mich ein kleines Stück mehr Gewalt und ein kleines Stück mehr Sex in die Hefte einschleusen, damit die Jugend damit etwas anfangen kann. Wir leben nicht mehr in 1946. Damit war alles gesagt. Doch dass sich die Zeiten geändert haben, das war auch Hergé bewusst. Er verstand, dass Tintin sich ebenfalls wandeln musste, um relevant zu bleiben. Insbesondere, da der franco-belgische Jubel nun dem neuen Superstar der Comics-Welt gehörte, Asterix. Doch die Ideen ereilten den etwas ausgelaugten Hergé freilich nicht mehr so stürmisch wie in den jungen Jahren. Hergé ging gerade auf die 60 zu. Hinzu kam, dass er fast ein ganzes Leben mit Tintin verbracht hatte. Von Germaine hatte er sich scheiden können, doch konnte er sich von Tintin scheiden? Die Show musste weitergehen. In den 4 Jahren nach den letzten Bleistiftstrichen zu Die Juwelen der Sängerin hatte sich Hergé noch tiefer in die Welt der abstrakten Malerei begeben. Aber auch er wusste, dass dies nicht eine Welt war, in der er wirken konnte, in der er eine Rolle spielen konnte. Zumeist keine Rolle, die von solcher Tragweite und Relevanz war, wie der Vater von Tim und Struppi zu sein und letztendlich der Vater des franco-belgischen Comics. Doch Philippe Godin berichtet, dass Hergé gegenüber dem Verlagsübersetzer von Methuen, Michael Turner, unumwunden zugab, dass Tintin und er sich komplett entliebt hätten und dass er es kaum ertragen kann, Tim auch nur anzusehen. Hier kollidieren 2 Mechanismen, die bei Hergé im Widerspruch standen.
Einerseits die aufreibende workaholische Langfristigkeit dieses Projekts und auf der anderen Seite die mangelnde Bereitschaft, die Zügel aus der Hand zu geben. Hergé hatte nie gelernt, loszulassen, aber gleichzeitig konnte er Tintin kaum noch ertragen. Um diese Hürde dennoch noch einmal zu überwinden, brauchte es eben eine knisternde Idee, etwas gänzlich Neues, eine Inspiration, die etwas beinhaltete, das Hergé interessant fand und das ihn motivieren würde, erneut auf das zeichnerische Schlachtfeld zu treten und noch einmal ein solches Projekt vollständig zu stemmen. Der erste Versuch, dem er folgte, war ein Fehlschlag. Hergé hatte ein Eisen im Feuer, doch dieses Eisen ist zu keinem Zeitpunkt allzu heiß gewesen. Und da er sich mit dieser Idee bereits seit 3 Jahren herumschlug, sah es in 1965 nicht sehr gut damit aus. Tim und die Bigotudos hätte eine Rückkehr nach Südamerika sein sollen, zurück zu General Alcazar und der verrückten Welt der Revolutionäre und Kontrarevolutionäre. Dies war nicht erstaunlich und fast ein wenig vorhersehbar, beherrschte doch die Kuba-Krise zwischen Kennedy, Khrushchev und Fidel Castro im Herbst 1962 vollständig die Titelseiten der Weltpresse. Hätte Hergé diesen Band damals zügig gezeichnet, wäre es vermutlich recht skandalös aufgefallen, vor allem aber hätte es seine Fans und Kritiker gleichermaßen verwirrt. Inspiriert von der Kuba-Revolution von Fidel Castro und Che Guevara, wollte Hergé General Alcazar und Fidel Castro in eine Art Analogie setzen. Die lateinamerikanischen Revoluzer um Alcazar hätten einen Schwur abgelegt, sich so lange die Bärte wachsen zu lassen, bis der reaktionäre General Tapioca, den Hergé hier analog zu dem aus Kuba vertriebenen Präsidenten Batista gesetzt hätte, gestürzt sei. Eine so unmittelbare Positionierung hätte Leute in den Wahnsinn getrieben. Insbesondere jene, die Hergé immer noch eine braune Gesinnung nachweisen wollten. Die Verwirrung wäre vollständig gewesen, da die Handlung deutlich mehr Sympathien für die linken Zecken um General Alcazar demonstriert hätte. Doch leider scheiterte Hergé ganze Monate an einer Lösung, die Tintin, Haddock und Struppi effektiv in die Handlung eingebunden hätte. Tim und die Bigotudos ist nur eine Idee geblieben, vorerst ergänzt um eine Handvoll Skizzen und einige Seitenkonzepte, die heute im Hergé-Archiv auch bewahrt sind. Und doch war dies keine vollständige Zeitverschwendung. Zum einen landeten die Ideen um die Bigotudos nicht im Mülleimer. Weite Teile davon sollten einige Jahre später die Basis für das nächste Abenteuer stellen, Tim und die Picaros. Zum anderen hätte Tim und die Bigotudos vermutlich mit einer Flugzeugentführung begonnen und in groben Wesenszügen behielt Hergé diese Idee für die nächste Geschichte bei. Doch vor allem war es der Schritt, sich selbst gegenüber das Projekt erstmal für gescheitert zu erklären, der bei Hergé etwas positiv löste. Denn in relativ kurzer Zeit kam ihm eine ganz neue Idee. Eine Idee, die er seit Monaten direkt vor der Nase hatte. In seinem Bücherregal, auf seinem Nachttisch. Wie so oft kamen ihm Bücher zu Hilfe. Wir müssen damit beginnen, 3 Namen unter die Lupe zu nehmen, die hier in Deutschland heute nur begrenzt bekannt sind, doch indirekt einen unglaublichen Effekt auf die deutsche Sachbuchliteratur der 70er und 80er Jahre hatten. Die 3 Namen lauten Louis Pauvel, Jacques Bergier und Robert Charrot. Das Stichwort, welches in jenen Jahren, über die wir hier sprechen, noch nicht existierte, lautet Präastronautik oder auf der amerikanischen Seite Paleoceti. Unter Präastronautik versteht man Forschung und Spekulation, die darauf ausgelegt ist, die Hypothese zu belegen, dass in der urzeitlichen Tiefe der menschlichen Vergangenheit die Erde den Besuch einer außerirdischen Zivilisation erhielt, die Spuren hinterließ, welche man heute noch aufdecken kann. Gerne spricht man hier von einer Theorie, was in meinen Augen Unfug ist, denn Paleoceti erfüllt überhaupt keine Voraussetzungen einer Theorie. Im deutschsprachigen Raum ist diese Behauptung mit keinem Namen so eng verbunden wie mit dem des Schweizer Schriftstellers Erich von Däniken, dessen Erstling Erinnerungen an die Zukunft in 1968 ein Fieber auslösten, welches die Presse fortan als Dänikitis bezeichnete. Doch eine der größten Sachbuchhysterien des 20. Jahrhunderts begann in Wirklichkeit nicht mit Däniken, sondern bereits in 1962, also 6 Jahre zuvor.
durch ein französisches Buch, das zwei Autoren besaß und im Alleingang eine ganze Generation aus teilweise obskuren Autoren erzeugte, unter denen Erich von Däniken nur der populärste war. Die Rede ist von dem Buch Le Matin des Magiciens des Autorenpaars Louis Pauvel und Jacques Bergier, zu Deutsch Die Morgenröte der Zauberer. Der deutsche Verlag war wohl mit dem äußerst poetisch anmutenden Buchtitel überfordert, weshalb dieses Buch hier in Deutschland unter dem drögen Namen Aufbruch ins dritte Jahrtausend herauskam, was ein ziemlich nichtssagender, eher schwacher Titel ist. Die Morgenröte der Zauberer ist eines der faszinierendsten Bücher, die man jemals in der Hand halten könnte. Es gibt einen Grund, weshalb das Buch von Bergier und Pauvel den Zahn der Zeit besser überdauert hat als die meisten Bücher aus dieser Fringe-Zone der Altertumsforschung. Denn es ist großartig geschrieben, getränkt mit einem lyrischen und verträumten Blick auf die Welt. Die Frage, ob Außerirdische in der Vergangenheit auf der Erde gelandet waren, in einer Zeit, als die Menschen noch inmitten ihrer Steinzeit um ihren Fortbestand kämpften, ist nur eine Randfrage dieses Buchs. Bergier und Pauvel mögen die ersten gewesen sein, die sich mit der Frage der Präastronautik detailliert in einem Sachbuch beschäftigt haben, doch ihr primäres Anliegen war dieses Thema nicht. Das Buch gleitet mühelos zwischen humanistischen Überlegungen im Zeitalter des Kalten Krieges, insbesondere angesichts der damals wachsenden Militarisierung durch Atomwaffen. Bergier war Nuklearchemiker und ein überzeugter Gegner der Bombe. Das Buch beschäftigt sich mit dem vermeintlich unsterblichen Alchemisten Fulcanelli, mit Georg Iwanowitsch Gurdjieff, von dem gerade Pauvel fasziniert war. Das Buch beschäftigt sich mit den okkulten Wurzeln des Dritten Reiches und den daraus entstehenden pseudowissenschaftlichen Auswüchsen, wie der Theorie der Hohlerde von Hans Hörbiger. Das Buch befasst sich mit den Rosenkreuzern, mit der Parapsychologie, mit Telepathie. An einer Stelle drucken die Autoren sogar eine ganze Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke im Buch ab, als eigenes Kapitel. Und überall tauchen bereits all jene Hinweise auf, die später einer ganzen Legion aus Sonntagsforschern und Fringe-Autoren die Idee liefern sollten. Die Bodenzeichnungen von Nazca, die antike elektrische Batterie im Museum von Bagdad, die Cargo-Kulte primitiver Kulturen, die Hinweise auf fremde Besucher von anderen Sternen in unseren Mythen. Es ist geradezu erstaunlich, wie die späteren Exegeten dieser Hypothese ganze Jahrzehnte in den Schreibstuben verbracht haben, nur dank der inspirierenden Wirkung eines einzigen Buchs. Le Matin des Magiciens ist extrem lesenswert und sogar heute noch entfaltet das Buch seinen Charme. Bergier und Pauvel sahen das Buch selbst nicht unbedingt als eine Beweiskette für irgendwelche Thesen, sondern empfanden es als eine romantische Auseinandersetzung mit einer Welt, die noch immer voller Geheimnisse war und daraus eben ihren Reiz bezog. Hierbei trennten sie gar nicht erst zwischen Fiktion und Fakten, zwischen der eigenen Biografie und Forschungsergebnissen. Sie selbst bezeichneten ihren höchst subjektiven Ansatz im Vorwort des Buches als fantastischen Realismus. Vieles darin mag heute kaum noch haltbar sein, doch ist dieses Buch vor allem eine Zeitkapsel, die uns daran erinnern kann, dass wir mal als Menschheit extrem neugierig waren und eine äußerst optimistische Sicht der Welt besaßen. Wir sahen uns damals als Zivilisation am Anbeginn des kosmischen Zeitalters. Es gab damals ein Zukunftsvertrauen, das heute weitgehend verschwunden ist. Es kommt nicht von ungefähr, dass Science Fiction heute ausschließlich dystopischer Natur ist. Wir mögen uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und uns noch eine kleine Weile beweihräuchern, doch tief in unserem Inneren sitzt bereits die Feststellung, dass wir arrogante Monster sind, die ihre Zukunft gegen wertlosen Nonsens eingetauscht haben. Doch damals herrschte eben der Geist des Aufbruchs und überall schwebte dieses Gefühl von Bedeutung in der Luft. Eben die Empfindung, dass wir noch nicht das Gesamtbild unserer Existenz im Universum verstehen und deshalb nicht so arrogant sein sollten, bereits endgültige Schlüsse über unser Dasein und unsere Herkunft zu ziehen. Die TV-Serie Star Trek war noch nicht erfunden, doch bis dahin sollten es nur noch 2 oder 3 Jahre sein. Der kollektive Schrecken des Zweiten Weltkriegs hallte hier nach und das ist in Le Matin des Magiciens auf jeder Seite spürbar. Es überrascht nicht, dass nur wenige Jahre später die Ökologie geboren war und Pazifismus und Friedensforschung bereits auf volle Touren liefen.
Interessant ist dieses Buch sicherlich auch im Kontext der beständigen Hergé-Kritik, da man den Zeichner gerne als den unverbesserlichen Rechten stilisieren wollte. Doch Hergé hatte wieder einmal keine Mühen, das Buch von Bergier und Povel zu mögen, obwohl sehr augenscheinlich war, dass die beiden Verfasser ziemlich weit links standen. Doch auch ihre Position war das Ergebnis von persönlichem Wandel. Louis Povel beschreibt an mehreren Stellen, wie er in jungen Jahren die Werke von René Guénon verschlungen hatte, einem rechten, zukunftsfeindlichen Philosophen, von dem sich Povel letztendlich abwandte, zugunsten einer humaneren Sicht der Welt. Sehr Ähnliches konnte man aber auch von Hergé sagen, der sich in den Worten von Povel möglicherweise reflektiert sah. Doch kommen wir zu dem dritten Namen. Robert Charroux kam ganz anders daher. Mochte er der erste Autor im Kielwasser von Povel und Bergier sein, war er der eigentliche erste Verfechter der Präastronautik. Sein Erstling Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans erschien 1965 und wurde ein Bestseller, der gleich nächstes Jahr in Deutschland unter dem Titel Fantastische Vergangenheit herauskam. Es überrascht nicht, dass Erich von Däniken die ersten Jahre seines schriftstellerischen Wirkens massiv dafür kritisiert wurde, wie ein Abziehbild von Robert Charroux zu wirken. Gerade seine ersten beiden Bücher Erinnerungen an die Zukunft und Zurück zu den Sternen beackern massiv dieselben Furchen im Feld, wie Robert Charroux in seinem Buch Le Livre des Maîtres du Monde, zu Deutsch erschienen als Die Meister der Welt. Aus dem Jahr 1967, also genau anderthalb Jahre vor Erinnerungen an die Zukunft. In den beiden Büchern von Däniken gibt es im Grunde kein einziges Stichwort, keinen einzigen Fundort, den nicht Charroux bereits in einem seiner Bücher behandelt hätte. Natürlich darf man diese Kritik nicht überbelasten. Charroux war etwas früher da, doch deshalb hatte er keine Exklusivrechte an den Tiefen unserer Vergangenheit. Und Däniken hatte es sehr gut verstanden, diese Thematik unermüdlich zu seiner eigenen zu machen und selbst zu einem lebendigen Symbol für die Präastronautik-Hypothese zu werden. Und obwohl ich in der Hypothese der Präastronautik nur wenig beweisbare Substanz sehe, muss ich zugeben, dass Erich von Däniken damals vor allem durch ein hervorragendes Schreibtalent auffiel. Er war der perfekte Sachbuchautor, der Leute faszinieren konnte. Und man muss fairerweise auch sagen, dass er in der Welt der Fringe-Autoren, die sich mit Außerirdischen beschäftigt hatten, weit davon entfernt war, den Boden der Blechdose zu repräsentieren. Diese unrühmliche Rolle gehörte dann mehr den esoterisch angehauchten Persönlichkeiten wie Johannes von Butler zum Beispiel. An dieser Stelle sprengt das Thema Präastronautik etwas den gegebenen Rahmen und wäre vielleicht ein Thema für ein eigenes Video. Hergé war von Robert Charroux Büchern durchaus fasziniert. Ob er nun wirklich an die Behauptungen der Präastronautik glaubte, ist in letzter Instanz nicht zu beantworten. Aber er wusste sofort, dass hier ein spannender, hochorigineller Gegenstand für eine Tim- und Struppi-Geschichte bestand. Und so sollte, nach der geheimnisvolle Stern und den beiden Mondbänden, die dritte und letzte Geschichte entstehen, die sich mit dem Weltraum beschäftigte. Doch die Aliens sollten ein Twist sein, ein Twist, der erst spät in der Handlung zum Ausdruck kam. Dies war nicht das erste Mal, dass Hergé einen starken, radikalen Wendepunkt in die Handlung einbaute, also eine Enthüllung, die sich mit dem Umdrehen der Seite offenbarte und die Augenbrauen der Leser nach oben wandern ließ. Aber noch nie war der Aha-Effekt so groß wie hier. Hergé spielte zu jenem Zeitpunkt mit mehreren Ideen, die sich nun rasch zu einem einheitlichen Gebilde zusammenfügten. Einerseits wollte er sich mit dem Phänomen des modernen, jet-settenden Millionärs beschäftigen. Hier bewies er das gewohnte Gespür für Zeitgeist. Heute sprechen wir viel über das 1% und über die unverhältnismäßige Akkumulation von Kapital in den Händen von wenigen Individuen. Doch dies ist ein sozialökonomischer Prozess, dessen langsames Voranschreiten letztendlich die gesamte Dauer des 20. Jahrhunderts abdeckt. Hergé hatte sich schon im Arumbaya-Fetisch mit dem Phänomen der oligarchischen Riesenkonzerne beschäftigt, die politischen Einfluss nehmen. Doch nun, in den bunten 60ern, war es der neureiche Emporkömmling, der riesige Häuser besaß, Swimmingpools und einen eigenen Jet. Reichtum mochte davor schon immer sichtbar gewesen sein, doch die 60er markierten eine Ära, in der die Zuschaustellung solcher Leute in der grellen Boulevardpresse seinen Anfang nimmt.
Hergé wollte eine moderne Geschichte erschaffen und so sollte ein beachtlicher Teil der Handlung in der Welt des kommerziellen Flugverkehrs stattfinden. Hergé schien eine gewisse Faszination für Flughäfen zu haben und spielte zu diesem Zeitpunkt eine Weile mit der Idee, dass sich die gesamte Story auf dem Flughafen in Jakarta abspielen sollte. Es kam allerdings anders. Das Team für das neue Projekt hatte Hergé schnell beisammen. Mochte er Mühen haben, die Zügel aus der Hand zu geben, so hatte er es inzwischen gut gelernt zu delegieren. Michel de Maret wurde zum Recherche-Scout. Seine erste Aufgabe bestand darin, den Brüsseler internationalen Flughafen zu studieren. Seine Mission führte ihn auch an Bord einer Boeing 707, wo er allerlei Details eines Passagierflugzeugs untersuchte. Heute würde man sich mit solchen Fragen und Nachforschungen sehr verdächtig machen. Damals waren es eben deutlich unschuldigere Zeiten. Ein beachtlicher Teil der Zeichenaufgaben fiel erneut Bob de Moor zu. Hergés Hände begannen in dieser Zeit an Dermatitis zu leiden und so war von Anfang an klar, dass dieser Band nur als massives Teamwork umgesetzt werden kann, bei dem Hergé deutlich weniger selbst den Bleistift und Pinsel hielt und mehr dazu überging, seinen Mitarbeitern über die Schulter zu schauen. Und Hergé zögerte keinen Augenblick, den größten Experten für schnittige Flugzeuge ins Boot zu holen, den es in Belgien damals gab, den Zeichner Roger Leloup, der zuvor im Studio mit Bob de Moor an der Neuversion der Schwarzen Insel gearbeitet hatte. Zur selben Zeit tauchten in der Presse vereinzelte Meldungen über Japaner, die noch immer im Pazifik auf Inseln lebten und dort nicht selten in Scharmützel mit der Polizei und der lokalen Bevölkerung gerieten. Hergé inspirierte das zur ersten Version der Story. Hierbei befinden sich Tim, Haddock, Beanline und die Schulzes mit an Bord eines Jets, der dem Multimillionär Barclay gehört. Das Flugzeug stürzt wegen eines Hurricanes über einer Insel ab und unsere Helden stoßen dort auf eine feindliche Einheit aus Japanern, die dort noch seit dem Zweiten Weltkrieg verharren. Beanline entdeckt währenddessen den geheimen Zugang zu dem Tempel der Außerirdischen. Dies fühlte sich für Hergé aber nicht sehr rund an. Und vermutlich dachte er, dass man ihm vorwerfen würde, eine Aversion gegen Japaner zu haben, angesichts dessen, dass sie bei ihm bereits in der Blaue Lotus ihr Fett abgekriegt haben. Hergé dachte aber auch viel über seine größten Schurken nach, Roberto Rastapopoulos und Alan Thompson, und spielte mit der Idee, sie aus der Eindimensionalität des typischen Bösewichts herauszuholen, wo sie bis dahin vegetiert haben, um sie besser zu beleuchten. Und hier zeichnete sich zunehmend die wahre Story ab. Dennoch ist das hier ein Tintin-Band, dessen frühe Schöpfungsphase außerordentlich lange dauerte. Von einem blitzartigen Einfall kann hier nicht die Rede sein. Aber von da an dauerte es nicht mehr lange und am 27. September 1966 begann Vol 714 pour Sydney, Flug 714 nach Sydney, in der Ausgabe 936 des Tintin-Magazins zu erscheinen. Die Handlung beginnt am Flughafen von Jakarta in Indonesien, wo Tim, Struppi, Haddock und Beanline gerade mit einer wundervoll von Roger Leloup gezeichneten Qantas-Maschine eintreffen. Der Aufenthalt in der Hauptstadt ist nur ein Stopover. Sie warten auf dem Flughafen auf die Maschine nach Sydney, Australien, wo sie an einem Astronautenkongress teilnehmen sollen. Ich hatte vor vielen Jahren recht viel Zeit in Indonesien verbracht und immer wenn ich in Jakarta landete, musste ich natürlich an diese erste Seite des Hefts denken. Der tollpatschige Kapitän kollidiert auf dem Flughafen mit einem Passanten, der sich als der gute alte Pilot Piotr Klapp herausstellt, den wir in Kohle an Bord kennengelernt haben. Tintin hatte damals sein Flugzeug abgeschossen, ihn aber vor dem Ertrinken gerettet. So erfahren Tim und Haddock, dass Klapp nun als Pilot für den Multimillionär Laszlo Karaidas arbeitet, der unter anderem ein Flugzeugkonstrukteur, Ölspekulant und Hersteller der bekannten Sunny Cola mit Chlorophyll ist und berühmt für sein exzentrisches Auftreten. Übrigens, in den ursprünglichen Entwürfen und Notizen hieß Karaidas noch Barclay. Hier beweist Hergé sein Gespür für Details, statt einen eindimensionalen, extravaganten Ultrareichen zu erschaffen, der mit seinen Edelsteinringen protzt und sich in Bars die Zigarren mit 100-Dollar-Scheinen anzündet, präsentiert uns hier Hergé bereits den Prototyp des späteren Silicon Valley-Millionärs, des Mark Zuckerberg. Reichtum offenbart sich hier als der ultimative Schmierstoff für eine Fuck-You-Mentalität.
Caridas ist ein schlecht angezogener Mann, den Haddock anfangs für einen Landstreicher hält. Er gibt ihm sogar eine Almose. Der Millionär ist mit seinem Hofstaat unterwegs und ständig mies gelaunt, was ihm den Beinamen »Der Mann, der niemals lacht« eingehandelt hat. Zugleich weigert er sich, Haddock die Hand zu geben, da er gänzlich mysophob ist, also Angst vor fremden Mikroben und Viren hat. Ein ironischer Sachverhalt angesichts dessen, dass Caridas ständig rücksichtslos durch die Gegend niest, ohne sich auch nur einmal die Hand vor den Mund zu halten. Muss er ja auch nicht, er ist schließlich steinreich und Menschen sind ihm egal. Da Caridas mit seinem Privatjet ebenfalls nach Sydney fliegt, spricht sich Club für seine Freunde aus und so stimmt der Millionär zu, unsere Helden mitzunehmen. Genau genommen bricht der Mann, der niemals lacht, bereits nach einer Minute in heiteres Gelächter aus, wegen Beanleins Tollpatschigkeit, was Caridas dazu einstimmt, die Gruppe nach Sydney mitzunehmen. Bereits vor der ersten Minute an wird jedoch spürbar, dass Caridas das nur deshalb tut, um sich vor Tim, Haddock und Beanline zu produzieren. Noch am Flughafen lernen wir den arroganten Co-Piloten Paolo Colombani kennen und den persönlichen Assistenten von Caridas, den schleimigen Spalding. Gerade Spalding ist von der Idee, Passagiere an Bord zu nehmen, nicht gerade begeistert, doch Caridas möchte an Bord seines Luxusflugzeugs mit Haddock unbedingt Schiffe versenken spielen und so wird kurzerhand das Gepäck umgeladen. Der Titel dieses Bandes ist deshalb recht ironisch, da der Flug 714 nach Sydney der offizielle kommerzielle Flug ist, den Tim, Haddock und Beanline in dieser Geschichte nicht antreten werden, da sie mit Caridas Privatjet weiterfliegen. Und das ist durchaus ein Hauch von Hergés Humor, denn für die vorliegende Geschichte ist der Flug 714 gänzlich irrelevant. Es wird um alles Mögliche gehen, nur nicht um den Flug 714. Übrigens hatte Roger Leloup Hergé sogar eine detaillierte Risszeichnung des Caridas Jet 160 abgeliefert, vermutlich in der Annahme, dass dies als Ganzseiter im Heft landen würde, ähnlich wie damals der Querschnitt der Mondrakete in Reiseziel Mond. Doch kam es dazu leider nicht, in erster Linie wohl wegen großem Platzmangel auf den Seiten dieser Geschichte. An Bord des Jets laufen uns neue Gesichter über den Weg. Gino, der neapolitanische Bordsteward, Hans Böhm, der neue Funker an Bord, der kurzerhand als Ersatz kommt, da sein Vorgänger in Teheran erkrankt war. Wir wissen heute natürlich aus dutzenden Filmen, dass irgendetwas deutlich im Argen ist, wenn kurzerhand Mitglieder der Flugzeugbesatzung ausgetauscht werden. So fangen Thriller- und Katastrophenfilme an. Vor dem Flugzeug sehen wir Caridas ein tragbares Telefon benutzen. Für damalige Zeit eine Idee, die mehr an James-Bond-Filme erinnerte. Und diese Details definieren durchaus die Tonalität des gesamten Comics. Hergé möchte nicht retro sein, dieser Comic ist hypermodern. Doch zugleich fällt der Inhalt des Telefongesprächs, das Caridas da auf der Rollbahn führt, ins Auge. Es geht um Gemälde großer Künstler und Caridas sichtliches Desinteresse daran. Am Ende kauft er trotzdem per Telefon alles auf, weil ihm die Person am anderen Ende der Leitung verrät, dass Onassis an diesen Bildern auch interessiert ist. Dieser reichen Snobismus war sicherlich etwas, das Hergé wurmte, der zwar zu jenem Zeitpunkt durchaus ein betuchter Mann war, aber natürlich nicht in jener Kunstsammlerliga mitspielen konnte, wie die reichen Industriellen um ihn herum, die ihm vermutlich unentwegt Gemälde vor der Nase wegschnappten, da sie nicht auf den Preis achten mussten. Vermutlich ist dieser Frame hier eine kleine Abrechnung. Spalding, Colombani und Böhm sind in Wirklichkeit korrupte Gauner. Ihr Ziel ist es, das Flugzeug samt Caridas auf eine kleine Insel zu entführen und dort zu landen. Pulau Pulau Bompa liegt nach Hergés Angaben in der Celebessee, nördlich von Sulawesi und östlich von Borneo. Und das ist eine gut gewählte Location, da diese Region in der Tat von hunderten Inseln aller Größen bedeckt ist. Dies ist der ideale Ort für ein geheimes Versteck. Das Kidnapping und die darauffolgende Landung gehört zweifelsohne zu einer der besten Sequenzen, die in der Tim und Struppi-Reihe jemals gezeichnet wurden. Die Synergie von Hergé, Bob Demore und Roger Leloup ist hier grandios. Jedes Panel atmet Coolness und nervenaufreibende Spannung. We'll be right back.
Die Landung ist dramatisch, denn die Landebahn ist gerade mal lang genug, um einem solchen Learjet zu genügen. Am Boden wartet der eigentliche Drahtzieher dieses Unternehmens, Rasta Populus, Tintins Erzfeind. Und seine rechte Hand, der sadistische Alan, früher mal Haddocks erster Offizier auf der Karapujan. Auf der Insel stoßen wir dann auch auf Dr. Krollspell, einem korrupten Arzt, der für Rasta Populus die Drecksarbeit macht, indem er mit Hilfe seines Wahrheitsserums die Opfer gefügiger macht. Das Ziel dieser kriminellen Operation ist gänzlich trivial. Es ist nur der schnöde Mammon. Rasta Populus möchte an die Geheimkontonummern von Karaidas rankommen und seine Millionen abschöpfen. Dass nun Tim und Haddock unter den Entführten sind, kommt für die Kidnapper unerwartet, stellt aber keine Abweichung vom Plan dar. Im Gegenteil, der Plan sieht ja vor, die gesamte Maschine ans offene Meer zu schleppen und dort mit den Entführten an Bord zu versenken. Und Rasta Populus begrüßt es natürlich, mit Tim endlich abzurechnen. Was die Fauna der Insel betrifft, lässt Hergé zumindest zwei spezifische Tiere in Erscheinung treten. Da ist erstmal ein Varan, den man tatsächlich etwas weiter südlich auf der Insel Komodo antreffen könnte. Und dann ist dort die Begegnung zwischen Rasta Populus und einem Nasenaffen, die in der Tat auf Borneo heimisch sind und deren große Nasen auffällig mit der Physiognomie von Rasta Populus übereinstimmen. Etwas, das Hergé auffiel und das er sich nicht hätte entgehen lassen können. An einigen Stellen begegnen uns in der Geschichte Vertreter der lokalen Bevölkerung. Die Hergé hier mit der fiktiven Nationalität der Sondonesen benennt, sichtlich der Inselgruppe Sunda nachempfunden. Die Sondonesen sind Freiheitskämpfer, heute sagt man dazu häufig auch Terroristen, die von Rasta Populus eingespannt und hinters Licht geführt wurden. Hergé lässt die Sondonesen auch in ihrer Muttersprache miteinander reden. Hierbei handelt es sich um Bahasa Indonesia, die gemeinsame Hauptsprache der Indonesier. Wer sich mal langweilt, kann sich mit dem Heft an Google Translator setzen und die einzelnen Sätze dort eintippen. Nirgendwo sonst hatte Hergé jemals so viel Raum für die Betrachtungen der Schurken aufgewendet. Der teuflische Alan und der psychotische Rasta Populus kommen hier genauso unter die Lupe wie Karaidas, der hier zwar das Entführungsopfer ist, doch letztendlich alles andere als ein guter Mensch. Hergé war es ein Anliegen, diese Bösewichte zu demaskieren und zu zeigen, dass sie neurotische Spinner sind, die in ihrer Kindheit offensichtlich niemand in den Arm genommen hat. Sie sind keine kriminellen Genies, ihre Erfolge basieren letztendlich nur darauf, dass sie dort, wo der anständige Mensch Zurückhaltung üben würde, einfach nur dreist und unverschämt sind. Und das ist eine unglaubliche Stellungnahme, die in den 60ern sicherlich ihre Brisanz besaß, doch heute und hier uns doch geradezu ins Gesicht schreit. Hergés Dekonstruktion des neurotischen Schurken repräsentiert einen Höhepunkt seines Schaffens. Die USA scheinen keine Lehren aus Tim und Struppi bezogen zu haben, denn genau diese neurotischen, von ihren Vätern vernachlässigten reichen Spinner werden dort reihenweise in die höchsten Ämter gehoben oder sie fungieren als graue Eminenzen mit unerschöpflichen Geldbörsen und manipulieren sämtliche Wahlgänge im Land. Und sieht man sich an, wie Hergé den selbstherrlichen und leicht dümmlichen Rasta Populus in dieses texanische Cowboy-Kostüm steckt, mit diesen geschmacklosen Stiefeln und dem lächerlichen Hut, könnte der Wink mit dem Zaumpfahl kaum deutlicher sein. Hergés Stellungnahme wird dann unzweifelhaft, als beiläufig auffliegt, dass Karaidas in seinem Flugzeug kleine Kameras installiert hat, die ihm erlauben, beim Schiffeversenken zu betrügen. Da fühlt man sich sogleich in die trivial düstere Welt eines Harvey Weinstein geworfen. Michael Farr spekuliert, dass Hergé für die Gestalt des Dr. Krollspell Josef Mengele als Vorbild nahm. Beiläufig hatte Hergé tatsächlich einmal gesagt, der Arzt hätte vermutlich in einem Konzentrationslager gearbeitet. Und erinnern wir uns, dass 1945 auf dem Tiefpunkt seiner Nachkriegsexistenz Hergé kaum glauben konnte, dass es wirklich KZs gegeben hat und sich hierbei mit Jacques Martin stritt. Wann immer die Leute davon sprechen, Hergé sei ein unverbesserlicher und ewig Gestriger gewesen, suche ich immer vergeblich nach den Beweisen dieser Behauptungen. Hergé war als junger Mann ideologisch sicher kein Engel. Aber ich habe selten eine Biografie gelesen, wo ein Mensch so radikal seine Perspektive im Verlauf eines Lebens verändert. Bei Laszlo Karaidas wird allgemein angenommen, dass Hergé hier lose von Marcel Dassault inspiriert war, dem französischen Industrialist und Flugzeugentwickler, dessen Manierismen und Ticks
denen von Karaidas recht ähneln. Hergés Dekonstruktion des literarischen Bösewichts findet ihren Höhepunkt, als Rastapopoulos aus Versehen in den Genuss von Dr. Kroespels Wahrheitsserum kommt und daraufhin in eine jämmerliche Tirade verfällt. Für Hergé steht fest, dass der Bösewicht uns nur deshalb furchteinflößend erscheint, da er bereit ist zu quälen und zu töten. Doch entfernt man diesen einen Unterschied, bleibt nur ein erbärmliches, jammerndes Würstchen. Rastapopoulos und Karaidas sitzen sich dann gegenüber, vollgepumpt mit Wahrheitsserum, und versuchen sich gegenseitig mit Beichten und Schuldbekenntnissen zu übertrumpfen. Ein extrem amüsanter und höchst origineller Augenblick im Tintin-Oeuvre. Fortan ist die Insel eine reizvolle Kulisse des Abenteuers. Wir erleben dichten Urwald, aufregende unterirdische Anlagen und schließlich tritt die Präastronautik in Erscheinung. Hergé verewigt hier einen der drei genannten Schriftsteller, namentlich Jacques Bergier, indem er dessen Gesicht als Vorlage für den rätselhaften Mick S. Danitoff, der zuerst einem Kapitän Nemo nicht unähnlich aus dem Hintergrund die Fäden zieht und unseren Helden aus der Misere hilft, bevor er schließlich selbst in Erscheinung tritt. Bergier, der eigentlich Jakob Berger hieß und ein russischer Jude war, besaß einen starken slawischen Akzent, der es Hergé angetan hatte. So versuchte er, diesen Akzent in den Sprechblasen zu verewigen. Auch in der deutschen Übersetzung hat der rätselhafte Forscher S. Danitoff allerlei russische Aussprachemanierismen. Allerdings schüttete man hier ein wenig das Kind mit dem Bad aus, denn der echte Bergier sprach zwar ein sehr russisch gefärbtes Französisch, jedoch in korrekter Syntax und nicht in den typischen Ausländer-Infinitiven, wie es in der deutschen Version umgesetzt wurde. On a en France pas mal de résultats expérimentaux et on approche de l'invention d'une espèce de dynamo qui transformerait non plus le mouvement en électricité, mais le mouvement en électricité, puis en magnétisme, puis en antigravitation. S. Danitoff ist kein Außerirdischer, aber er ist, wie er sagt, eingeweiht, was typische Terminologie von Le Matin des Magiciens ist. S. Danitoff ist eine Verbindungsperson zwischen den Außerirdischen und der Erde. Bergier erfuhr von dieser Ehre noch bevor diese Seiten des Magazins in Druck gingen und reagierte sehr amüsiert und sehr positiv auf diese karikaturistische Ehre. Anfangs trug dieses Comicprojekt den Titel L'Archipel du Grand Secret, das Archipel mit dem großen Geheimnis, mehr in einer Anspielung auf Robert Charus Buch Livre des Secrets Trahis, also das Buch der verratenen Geheimnisse. Doch vermutlich missfiel Hergé, dass der Titel dann bereits viel zu viel von dem Plot verriet und bereits den Blick in eine gewisse Richtung lenkte. Flug 714 nach Sydney ist zwar kein besonders aussagekräftiger Titel, doch verrät dieser nichts über die Richtung der Geschichte. Und das sollte auch so sein. Der nächste Arbeitstitel lautete Vol Special pour Adelaide, also der Sonderflug nach Adelaide, der dann im Verlauf des Sommers 1966 endgültig in Flug 714 nach Sydney geändert wurde. Hergé wusste, dass ein zentraler Wesenszug der Präastronautik darin bestand, altertümliche Skulpturen zu untersuchen auf ihre Ähnlichkeit hin mit außerirdischen Motiven. So inspirierte ihn Robert Charus Le Livre des Maîtres du Monde, zu Deutsch die Meister der Welt, zu einigen sehr gelungenen Skulpturen, die einen gewissen Paleoceti-Flair haben sollten. Allem voran der aufklappbare große Kopf, der den Eingang ins Höhlensystem kaschiert. Am Anfang des unterirdischen Korridors sagt Tim zu Haddock, erinnert sie das nicht an das unwirkliche Licht im Sonnentempel, in Anspielung auf den anderen Band, der eine lange unterirdische Sequenz beinhaltet. Für den Vulkanausbruch studierte Hergé allerlei Zeitschriftenartikel, die sich mit dem Vulkanismus auf Hawaii beschäftigten und entsprechend bebildert waren. Allerdings war das hier nicht das erste Mal, dass Hergé sich mit einem Vulkanausbruch beschäftigt hatte. Bereits viele Jahre zuvor zeichnete er L'Eruption du Karamako in der kurzen Abenteuerreihe von Joe Zette et Joko, wo ein Vulkanausbruch im Mittelpunkt des Geschehens steht. Das recht opulente Schlauchboot, das im Finale zum Einsatz kam, ist eine sogenannte Rettungsinsel. Hergé hatte dieses Foto als Vorlage zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten Hergé und sein Team deutlich trittsicherer als früher, was dazu führte, dass es im Großen und Ganzen kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den Seiten gibt, die im Tintin-Magazin erschienen sind, und jenen Seiten, die dann den uns allen bekannten Gesamtband bildeten. Dies war bei Flug 714
recht deutlich so. Der einzige wirklich auffallende Unterschied hat ausschließlich mit Kolorierung zu tun. Gerade im letzten Viertel scheinen viele der ursprünglichen Seiten im Tonton-Magazin etwas hastig erstellt worden zu sein, zumeist auf Kosten einer einwandfreien Kolorierung. Viele der Zeichnungen vom Inneren des Höhlensystems setzen auf ein Azurgrün, was durchaus die Vorstellung einer feuchten, moosbehafteten Beschaffenheit unterirdischer Schächte auf einer tropischen Insel unterstützt. Doch einige Seiten weiter ändert sich das Licht und die Farbe rutscht in ein eher triviales Grün, das genauso gut eine generische Urwaldkulisse hätte sein können und nicht die Wände einer Granithöhle. Und als dann Tim und seine Freunde mit dem Lavastrom kämpfen, setzte man auf eine grundsätzlich rote und braune Tönung, welche die Zeichnung fast monochrom erscheinen lässt. Dies mochte eine eigene, passende Ästhetik haben, doch kann man sich da nicht des Eindrucks erwehren, dass die Motivation hinter dieser groben Kolorierung der Zeitdruck war. Bei der Vorbereitung des Castamont-Bands nahm man sich dann dieses Themas allerdings an und kolorierte all diese Seiten neu. Das Ergebnis stellt eine massive Verbesserung dar. Wie so oft in Hergés Spätwerk ist es nicht einfach, drei Lieblingspaneele herauszupicken, da die Arbeit hier diesen hohen Grad an Professionalität erreicht hat, wo im Grunde jedes Bild für sich ein großartiger Wurf ist. Aber ich versuche es dennoch. Erstens, natürlich muss ein Bild der großartigen Arbeit von Roger Leloup gewidmet sein. Ich wähle darum den Klassiker, der Jet beim Überfliegen der Insel, während die Piloten die Landepiste in Augenschein nehmen. Auf Seite 42 steigen die Protagonisten zum ersten Mal in die geheimnisvolle und recht furchteinflößende unterirdische Welt. Die Zeichnung hierzu ist nicht allzu prominent, sie besitzt kaum Kolorierung und zeigt alle nur als Silhouetten. Und dennoch transportiert das Bild die Stimmung großartig und ist genau das passende Bild für diesen dramatischen Augenblick. Im Film wäre das hier die eine Szene, in der die Musik zu einem einsamen, leisen Ton reduziert wird. Und schließlich mal ein Bild, das vermutlich von Bob Desmoulins stammt, die Eruption des Vulkans. Vermutlich ist dies von einem grafischen Standpunkt aus kein allzu schweres Bild, doch es besitzt eine starke Ästhetik und gäbe vermutlich ein nettes Plattencover ab. Flug 714 nach Sydney erschien 14 Monate lang im Tintin-Magazin. Nun begann Castamont seine gewohnte Vorbereitung einer Gesamtpublikation, was dann im darauffolgenden Jahr 1968 geschah. Zeitgleich bereitete der britische Verlag die englischsprachige Version, die dann im selben Jahr erschien. Das Heft war durchaus ein Erfolg und viele begrüßten, dass nach zwei recht speziellen Abenteuern, namentlich Tim in Tibet und die Juwelen der Sängerin, nun endlich eine Rückkehr zu Tintins eigentlichem Kerngeschäft stattgefunden hat, exotische Abenteuer und der Kampf mit kriminellen Schurken. Und doch polarisierte diese Geschichte ihre Kritiker massiv. Michael Farr, den ich durchaus schätze, ist dafür bekannt, diesen Band geradezu mit Tiraden zu versehen. Er behauptet bis heute, man würde dem Heft ansehen, dass er fast nur von Bob Desmoulins gezeichnet sei und dass die Grafiken deutlich an Präzision mangeln lassen, die für Hergé früher so kennzeichnend war. Um ehrlich zu sein, ich sehe es nicht. Ich halte Flug 714 gerade visuell für einen der besten Bände und durchaus für eine essentielle Geschichte. Dennoch muss man auch eingestehen, dass dieser Band seine Probleme hat. Und diese Probleme finden sich vor allem im Finale. Hier ist eine Aufzählung der Unzulänglichkeiten, die mich durchaus stören. Erstens, Hergé hatte sich bei der Planung des Finales verzählt. Die Geschichte lief plötzlich auf 64 Seiten hinaus, anstelle der üblichen 62. Der Inhalt dieser nun fehlenden Seiten hatte damit zu tun, dass die Strömung das Schlauchboot mit den Flüchtenden direkt auf die brennende Lava zutreibt. Eine finale Lebensgefahr und ein Hindernis, das Tim, Haddock und Clapp überwinden müssen. Hergé strich einfach die gesamte Sequenz, behielt aber das letzte Panel auf Seite 59 bei, wo einer der Rettungspiloten über Funk durchgibt, dass die Überlebenden unten wegen der Lava in Lebensgefahr schweben. Doch blättert man um, sind wir bereits in einer epilogartigen Sequenz. Der ewige Spießer Fridolin Kiesewetter und seine ätzende Familie sitzen wie jeden Abend gemeinsam vor dem Fernseher und schauen sich die journalistische Aufarbeitung der Rettungsaktion in der Glotze an. Während Tim und Haddock von Journalisten interviewt werden. Wir erfahren also nie, wie die Gefahr der brennenden Lava an der Oberfläche des Meeres gemeistert wurde. Zweitens,
Die finale Kiesewetter-Sequenz ist stellweise zwar witzig, aber letztendlich mit 3 Seiten zu lang. Das ist wieder so eine typische Hergé-Szene, die nur aus Sprechblasen besteht und wo eine ungeheuerliche Menge an Erklärungen und Exposé verpackt werden, ganz im Kontrast zu der gängigen Regel Show, don't tell. Natürlich stand Hergé an dieser Stelle vor dem Problem, dass er eine extrem ungewöhnliche Story und ein schockierendes Finale inszenierte und nicht einfach aus der Geschichte aussteigen konnte, ohne gewisse Dinge zu erklären. Ich finde die letzten 3 Seiten nicht katastrophal, aber sie sind eindeutig nicht ein Beispiel für großartiges Storytelling. Drittens, im Finale werden wir Zeuge des Starts einer fliegenden Untertasse. Hier wünschte man sich, dass Hergé etwas mehr Liebe zum Detail bewiesen hätte. Das hier gezeigte Fluggerät ist recht krude und charakterlos und besitzt nur wenig Aussagekraft. Genau 9 Jahre später veröffentlichte Steven Spielberg seinen Kultfilm The Close Encounters of the Third Kind, den Hergé hundertprozentig gesehen hat. Und ich bin sicher, der belgische Zeichner wird sich da gedacht haben, dass er damals bei Flug 714 mit dem UFO eine echte Chance verschenkt hatte, etwas visuell Aufsehenerregendes zu zeichnen anstelle nur einer extrem einfachen Untertasse. Allerdings waren Hergés Bedenken nach dem Erscheinen dieser Geschichte eher umgekehrt. Er äußerte sich dazu, dass es vielleicht ein Fehler war, die Untertasse überhaupt so deutlich zu zeigen. Viertens, die Sache mit dem Gedächtnis. Natürlich stand hier Hergé vor einem klassischen Problem der Erzählkunst. Wer einen MacGuffin benutzt, muss den MacGuffin irgendwie auch wieder verschwinden lassen. Und das ist meistens viel schwerer, als den MacGuffin einzuführen. Auch George Lucas hatte häufig betont, dass es zu einem der führenden Probleme der Dramaturgie gehört, am Ende der Geschichte den MacGuffin wieder zu beseitigen. MacGuffin ist ein Ausdruck, den auch Hitchcock häufig benutzte. In wenigen Worten beschrieben, ein MacGuffin ist ein Objekt des Interesses für die Protagonisten und ihre Antagonisten, nicht aber für den Leser oder den Zuschauer. We happy? Vincent? We happy? Yeah, we happy. Look. Das Problem ist, dass man dazu neigt, die Brisanz des MacGuffins gerne zu überhöhen, was an sich okay ist, da man dadurch dem Leser und dem Zuschauer gut das Gefühl vermitteln kann, dass dieses Abenteuer eben hohe Einsätze besitzt und darum die Helden und ihre Gegner alles darauf setzen werden, um den MacGuffin zu finden und seiner habhaft zu werden. Das Problem ist nur, dass im Rahmen dieser Geschichte eine Nachwelt, in der MacGuffin immer noch im Spiel ist, etwas problematisch ist, da dies die beschriebene Welt häufig verzerrt, ja sogar nachhaltig umkrempelt. Klassisches Beispiel für MacGuffin-Problematik sind die Indiana-Jones-Filme, deren gefühlte Ähnlichkeiten mit Tintin ein eigenes Thema sind. Hergé verstand dieses Problem. Würde die Welt durch Tim und Haddock von den außerirdischen Anlagen unter der Insel Palau Palau Bompa erfahren, könnten anschließend Journalisten, Armee, Politiker und Forscher es dort untersuchen und die Welt würde de facto in ein neues Zeitalter treten. Wie sollte man da noch eine Tim und Struppi-Geschichte erzählen, die nicht in irgendeiner Weise von der Tatsache beeinflusst ist, dass Tintin und Mick S. Danitoff eine Verbindung mit Außerirdischen hergestellt haben? Und da die ganze Insel eine Art MacGuffin ist, musste die ganze Insel und ihre unterirdische Anlage zum Verschwinden gebracht werden. Und dazu gehörte eben der Vulkanausbruch, aber auch die Amnesie, der Gedächtnisschwund, den S. Danitoff bei unseren Helden auslöst. Sie können sich an nichts mehr erinnern, das nach ihrer Ankunft in Jakarta stattgefunden hat. Das ganze Abenteuer ist aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Alle bis auf Struppi, was eigentlich ein charmantes Detail ist, denn wie wir aus 21 vorangegangenen Episoden von Tintin hinreichend erfahren haben, hört Struppi nie einer zu. Und dennoch, schon als Kind fand ich diese Vorstellung unbefriedigend und dieses Gefühl hat mich bis heute nicht verlassen. Dass nun wir Zuschauer vor dem Abenteuer in der Celebessee wissen, aber unseren Helden hierzu das Gedächtnis gelöscht wurde, ist zwar originell, aber doch auch tief unbefriedigend und hielt das immer für eine starke Schwäche dieser Story. Und ich weiß nicht warum. Es hat vielleicht damit zu tun, dass das Reflektieren über das Abenteuer in der beschaulichen Umgebung von Schloss Mühlenhof irgendwie dazugehört.
Doch dieses gigantische Abenteuer wird zwischen den Freunden immer unerwähnt bleiben, weil sie sich daran nicht erinnern können. Witzig ist allerdings, dass Hergé einige kleine Indizien in dieses Finale eingebaut hatte, das deutlich macht, dass da doch etwas Rätselhaftes stattgefunden hatte. Allem voran der kleine Metallstift, der sich in Beanlines Besitz befindet und dessen chemische Zusammensetzung auf der Erde gänzlich unbekannt ist. Dennoch gehört der Amnesietrick nicht gerade zu meinen Lieblingsmomenten, aber ich verstehe auch das MacGuffin-Problem dabei. Ich gebe diesem Band 4 Sterne. Flug 714 nach Sydney hat in meinen Augen viel zu bieten, wenn es auch ein Comic ist, der seine Makel hat. An die Perfektion eines Rackham, die kulturhistorische Dimension von Der blaue Lotus oder die emotionale Tiefe eines Tim in Tibet reicht dieser Band freilich nicht ran. Von manchen wird er geradezu verrissen und vor allem an seinen Schwächen gemessen. Doch ich gehöre da eher zu der wohlwollenden Fraktion, wenn ich auch nicht die strukturellen Mängel dieser Geschichte ignorieren kann. Doch jene, die von einer Tintin-Geschichte in erster Linie eine adrenalinlastige Action-Story erwarten, bei der eine Unwegsamkeit der nächsten folgt, werden hier auf ihre Kosten kommen. Und wo sonst kann man Tintin mit einer Maschinenpistole in Action beobachten? Am Ende setzen die etwas verwirrten und etwas gehirngewaschenen Freunde ihren Flug mit der Qantas-Maschine 714 fort auf dem Weg nach Sydney, was wiederum eine interessante Klammer darstellt, denn der erste und der letzte Frame dieser Story ähneln sich sozusagen. Diese Art von Symmetrie gefiel Hergé und er spielte damit auch in der nächsten Geschichte Tim und die Picaros. Das amüsanteste und vielleicht verstörendste Detail des gesamten Heftes befindet sich in diesem letzten Panel. Beim genaueren Hinsehen kann man nämlich entdecken, dass Kapitän Haddock eine gefaltete Ausgabe von Le Soir an Bord der Maschine nimmt, die er sich offensichtlich in einem internationalen Kiosk im Flughafen gekauft hat. Le Soir war natürlich die unrühmliche Tageszeitung, für die Hergé während der deutschen Besatzungsjahre gearbeitet hatte und in deren Redaktion er in der Nachkriegszeit persona non grata war. Es war sogar vorgeschrieben, dass Hergé und Tim und Struppi in der Zeitung nicht erwähnt oder besprochen werden durften. Doch das sollte sich bald ändern. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.